Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ja, ich war richtig dumm, beziehungsweise habe einfach gar nicht dran gedacht. Vielen Dank nochmal für deinen Tipp, ich hab's gerade eben eingeblendet. Mit der guten Trophäe, die wir hier bekommen haben vom Knochenwanst. Ich habe überhaupt gar nicht dran gedacht, dass wir die ja an die Opfersteine hängen müssen. Oder an den Opferstein und wir dadurch eine neue Fähigkeit kriegen. Ich hab's wirklich komplett vergessen. Ich hätte hier in aller Ruhe das Teil irgendwo ins Gebäude gehangen und hätte mich gefreut, wie hässlich es aussieht. So, jetzt lasst mal schauen. Wir hatten, ich glaube, ganz drüben war das, ne? Ne, Schlange. Basis, hier. Da machen wir das jetzt gleich erstmal als allererstes. Ich hätte tatsächlich nicht dran gedacht. Irgendwann wäre es mir bestimmt mal aufgefallen. Ich bin mir... Ey, wir haben hier noch Stein. Müssen wir dann unbedingt noch mitnehmen. Und Schweinis, ihr seid auch noch nicht verhungert. Das ist schön. Schaut mal dieses hässliche kleine Stück Feld von damals. Ach ja. Da hat sich echt schon einiges getan. Ja, ich glaube, es müsste entweder mehr Angriff oder mehr Rüstung sein. Eins von beiden oder beides auf einmal. Ich hatte mir das vor... Ja, schon sehr, sehr langer Zeit, ist auf jeden Fall ein ganz paar Monde her. Hatte ich mir mal durchgelesen, was die einzelnen Endbosse dann für Fähigkeiten bringen. So, und das ist der Knochenwanst. Opferstein, müssen wir den erst lesen, bevor wir es hinhängen dürfen? Ja, ist doch in Ordnung. Komm nicht mal ins Menü. Was schaut zu deinen Füßen? Soll ich das jetzt machen? Nein. So, darf ich das hinhängen? Gegenstand anbringen. Zack. Widerstand gegen physischen Schaden. Schadensmultiplikator resistent versus Hauen. Resistent versus Schlitzen. Resistenz versus Stechen. Wächter geopfert. Da ist er. Gut, wir nehmen das einfach mal. Probieren das dann nochmal aus. Kann ich es mir jetzt hier nochmal durchlesen? Schnelleres Holz hacken. Wenn ich's hab, geht's nicht. Okay. Printen und Springen, Ausdauer, genau. Naja. Auf jeden Fall irgendwas mit mehr Resistenzen und Schaden und so. Wir gucken dann mal, wenn wir das aktivieren, wird bestimmt nochmal was dazu dastehen. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, gerade für die Ebenen und auch fürs Gebirge jetzt. Würde ich mir das gleich mal aufheben, dass wir das nachher benutzen. Und dann können wir mal schauen, ob wir vielleicht heute schon das erste Silber finden. Ich habe mich noch absolut gar nicht informiert, wie es funktioniert. Ich hoffe einfach mal, dass die Wünschelrute mir das früher oder später anzeigt. Und irgendwie Signal schlägt, Alarm schlägt, dass es jetzt soweit ist, dass was in der Nähe ist. Mal schauen. Wir brauchen auf jeden Fall den Met des Frostwiderstandes. Pack jetzt hier mal ganz kurz den Steinhaufen mit rein. Dann machen wir Inventar leer und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Gebirge. Ich habe echt Bock, mal Silber zu finden. Und dann werden wir immer so zwischen, wir gehen mal ins Gebirge und wir bauen hier ein bisschen Häuschen hin und her switchen, würde ich sagen. So, Fell, dann eine Trophäe. Komm, die packen wir. Obwohl, wir haben bestimmt hier oben noch Platz. Yep. Einmal Fleisch. So, die Tränke lassen wir erstmal drin. Die verwitterten Knochen können noch weg und das Holz kann noch weg. Dann sind wir eigentlich ganz gut gerüstet. Hier sind die Knochen. Und dann bloß nochmal den Frostwiderstand. Lassen wir einen in der Truhe. Nein, für den Fall, dass wir sterben. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Nochmal schnell alles reparieren. Haben wir die Schmiede noch hier? Passt. Teile sind auch erstmal okay, auf jeden Fall über 100 Stück. Haben wir jetzt ausgeruht? Ja, 14,5 Minuten passt auch. Nochmal schnell alle Lebensmittel rein. Und dann sind wir doch ready. Was das kleine Stück hat jetzt Leben gekostet? Gibt's doch nicht. Wir waren lange nicht im Gebirge, das letzte Mal durch die Wölfe gestorben. War auch ein ziemlich dummer Tod.
Jetzt haben wir keine Spitzhacke dabei, falls doch nochmal so ein Golem kommt. Aber ich sag mal, mit dem Streitkolben sollten wir den auf jeden Fall auch besiegt bekommen. Weiß gar nicht, das letzte Mal, als wir den besiegt haben, hatten wir den da schon auf Stufe 4? Oder war der noch low? Bin mir nicht sicher. Sind wir hier schon drin? Jo, scheint so. Naja, wir hauen uns mal den Frostwiderstand rein. 10 Minuten hält der. Wird dann auf jeden Fall günstiger mit dem Wolfsumhang. Allerdings haben wir hier das große Glück, dass wir resistent gegen Eis sind. Dass wir bei dem Wolfsumhang, glaube ich, nicht sind. Wir sind schützbar vor Kälte, aber ich glaube, wenn wir angegriffen werden, kriegen wir trotzdem noch mehr Eisschaden. Oder werden eingefroren oder irgendwie sowas halt. So, wir kommen hier wahrscheinlich nicht hoch. Dann hier schon wieder von Gräulingen beworfen. Auf euch habe ich gerade keine Lust. Ja, ich weiß nicht mit der Wünschelrute. Mal gucken, ob die irgendwann anschlägt. Oder ob wir dafür erst ein bisschen graben müssen. Gucken einfach mal, ob was passiert und wenn nicht, gibt es immer noch Dr. Google. Oh, da haben wir doch einen Drachen. Ach komm, du jetzt nicht. So, da oben ist Drache, aber er hat keinen Bock auf uns anscheinend. Schießen wir zu hoch. Oh, one hit. Irgendwie mag ich das Gebirge, ich weiß auch nicht. Bloß vor den Wölfen habe ich echt Schiss. Da oben ist noch einer. Ah, die sind halt echt easy, ne? Zwei Pfeile, der andere vorne ein. Oder ich hatte ihn vorher schon mal getroffen, ich weiß nicht. Na, die sind auf jeden Fall nicht die schwersten Gegner. Na, Wünschelrute sagt noch nichts. Ach, Wolf. Zwei Wölfe. Ja, die hauen halt echt gut Schaden rein, ne? Okay, der ist irgendwie betäubt. Wir müssen halt echt aufpassen. Ich glaube, da müssen wir mehr blocken. Waren jetzt zum Glück nur zwei, aber wenn hier 4, 5 auf einmal kommen, wäre das schon wieder schlecht geworden. Aber wir haben schon wieder zwei Wolfsfell. Ach, ist das schön, mal irgendwas Neues zu entdecken. Vor allem, ich mag das Gebirge aus irgendeinem Grund. Die Ebenen sind so, halt ständig Schiss vor den Todeskitos. Ach, wartet mal, hier hat es doch gerade so, heißt das, hier ist was? Markier mir die Stelle mal. Nenn das einfach mal Wünschel. Wenn wir die Spitzhacke dann das nächste Mal auch mitnehmen. Wird das hier mehr? Ich glaube, hier wird es schon um eine... Ja, hier wird es schneller. Okay. Also hier dann irgendwo. Gut, merken wir uns fürs nächste Mal. Ich war natürlich richtig dumm. Dachte, na gut, Spitzhacke egal. Die Steingolems schaffen wir auch so, aber dass wir die natürlich auch brauchen, um Silber zu sammeln. Oh, da haben wir einen. Soweit habe ich nicht gedacht. Au, au, au. 5,1 Schaden war einfach mal gar nichts. 28 Schaden. War schon ein bisschen mehr. Na komm, schlag nochmal zu. Aua. Ui, 44 Schaden. Irgendwie treffe ich ihn nicht. Ich weiß nicht warum. Ehrlich gesagt habe ich gerade echt zu wenig Leben. Wir hauen uns mal schnell einen Trank rein. Ich überlege, ob wir doch nochmal zurückgehen und die Spitzhacke holen. Ist nicht nur unbedingt wegen ihm. Beim letzten Mal ging das doch so und dann konnte ich den noch immer einmal hauen. Dann wieder so. Oha.
Nee, das ist mir gerade nichts. Beim letzten Mal war der voll easy. Und jetzt haben wir gerade doch ein bisschen zu kämpfen. Könnten natürlich Knochenwanst anmachen. Die Sache ist, wenn er uns noch anderthalb Mal trifft, haben wir ein Problem. Also, jetzt schlag mal zu. Genau. Und jetzt einmal hauen lassen. Wieder wegrennen. Ich glaube, so haben wir ihn das letzte Mal besiegt. Aber ganz ehrlich, das dauert Ewigkeiten. Auch wenn wir den Streitkolben auf der 4 haben. Wirklich viel Schaden macht das trotzdem nicht. Kostet vor allem jedes Mal eine Menge Ausdauer. Die wir aber glücklicherweise relativ schnell auch wieder regenerieren können. Weil der so langsam ist. Aua, warum hat denn der jetzt getroffen? Verdammt. Au, siehst du, wären wir fast tot gewesen. Ach geil, und jetzt kommt nämlich noch so ein Typ hier, ja. Dann sind wir gleich tot. Genau wegen so einer doofen Geschichte hier. Oh ne, die bekämpfen sich gegenseitig. Perfekt. Ich hau jetzt einfach mal Knochenwanst an. Steht nicht nochmal da, was es alles bringt. Schade eigentlich. Aber schön, dass die sich erstmal gegenseitig bekriegen. Gibt uns einen Moment Ruhe. Trifft den bloß nicht. Aber wir haben wieder Platz für so ein Med. Ach, komm doch mal her. Jetzt aber. Nee, schießt zu hoch. Die sehen immer weiter aus, als die eigentlich sind. Ich glaube, jetzt habe ich getroffen, oder? Müsste gleich tot sein. Jetzt sind es zwei Drachen. Hauptsache, der Golem kommt jetzt nicht auf die Idee, uns anzugreifen. Ach, komm schon. Jetzt aber. Okay, dann haben wir ihn. So, kleiner Golem, greif an. Perfekt. Zweimal hauen. Springen. Ja, es geht schon. Wenn wir zweimal schlagen, kriegen wir den besiegt. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier war ja gerade so rote Striche um uns rum. Irgendwo hier. Hat das jetzt was mit dem Silber zu tun oder war das wegen dem Met? Ah, das war doof, aber hat nicht ganz so viel Leben gekostet. Aber macht Spaß, das Gebirge. Auch mal wieder Gegner, die ein bisschen herausfordern. Ah, den kriegen wir schon. Ah ne, hier dürfen wir dann nicht nochmal hinrennen. Das ist irgendwie ein bisschen zu wenig Zeit, aber hier können wir. Komm her. Komm, hau mal zu. Hat er wieder getroffen. Ah, nur 10 Schaden. Ich weiß nicht, ob es am Knochenwanst liegt. Wie viel waren es jetzt? 11 Schaden. Ich glaube, es liegt am Knochenwanst. Wir können es auch mal mit Blockieren probieren. Wie viel das bringt. 1 Schaden. Ah gut, da können wir ja voll drauf. Aber das macht anscheinend echt schon großen Unterschied. 20 Minuten hat das Restzeit. Schon relativ viel. Aber scheint auch wirklich was zu bringen. Einzig Doofe bei den Drachen ist immer, dass man nicht weiß, wo das Zeug gelandet ist. Was ist denn da hinten? Was leuchtet denn da so? Guck mal, da unten liegt noch was. Was haben wir hier Schönes? Knochenfragmente. Skeletttrophäe. Hier sind... Nein, Wölfe. Habe ich ja richtig spät gesehen. Na... Anscheinend können wir die aber auch züchten, weil wenn dahinter aggressiv verängstigt steht, heißt das ja, die müssen auch noch bessere Zustände haben. Also wir können die anscheinend auch irgendwie friedlich machen. Wäre natürlich richtig geil, so eine kleine Wolfsfarm.
Oder einfach nur so ein Hauswolf. Hätte ich auf jeden Fall nichts dagegen. So, jetzt lasst mal gucken. Unsere Basis ist hier oben. Das heißt, wenn wir jetzt hier lang laufen, laufen wir nicht unbedingt nach Hause. Würde eigentlich ganz... Was ist denn das da? Feenring? Oh, oh. Sagt mir gar nichts. Habe ich noch nie gesehen. Ach du Scheiße. Haben wir noch? Wir haben noch 50 Sekunden Knochenwanst. Was ist denn das? Ich erfriere. Ganz schlecht. Schön im Kampf hier. Aber er macht uns kaum Schaden. Das habe ich wirklich noch nie gesehen. Noch nicht mal in einem Video von irgendjemandem. Hinzugefügt Wolfszahn. Das war's schon. Okay. Also auf jeden Fall voll mit Gegnern. Da hinten ist schon wieder der nächste Drache. Würde jetzt ganz gern mit euch aber erstmal wieder nach Hause, dass wir die Folge zu Hause beenden können. Die Spitzhacke vor allem nochmal mitnehmen. Und vor allem müssen wir auch Tränke herstellen. Skelette rennen hier auch noch rum. 449 Schaden. Wahnsinn. Also, Fazit, Knochenwanstfähigkeit. Oh nein, ich laufe komplett falsch. Knochenwanstfähigkeit scheint echt eine ganze Menge zu bringen. Gerade für die nächsten Bosskämpfe und so wird das wahrscheinlich mega geil. Eine ganze Menge Gegner hier, die echt ordentlich Schaden verursachen. Wir müssen immer aufpassen, dass wir ordentlich blocken. Aber ansonsten echt mega cool. Bin mal gespannt mit dem Silber. War jetzt doof, dass ich die Spitzhacke vergessen habe. Aber naja, passiert. Hier noch Kupfer. Ach, habe ich mir sogar markiert, okay. Also ja, wird aufregend die nächsten Folgen. Definitiv. Ich würde sagen, wir machen nächste Folge gleich direkt auch nochmal ins Gebirge. Ich möchte unbedingt Silber sammeln. Ja, völlig auf der falschen Fährte hier. So, in die Richtung müssen wir. Ja, ein bisschen Silber sammeln, dann mal schauen, was wir mit machen können. Dann müssten wir eigentlich nochmal in den Sumpf, um das Glibberzeug ranzuholen. Dann können wir nämlich endlich den besseren Bogen bauen, was gerade fürs Gebirge und die Drachen eigentlich geil wäre. Wenn wir mehr Schaden machen, plus auch noch Vergiftung, ideal. Da hinten steht wieder Odin, also das wurde auf jeden Fall gepatcht. 100 Folgen lang habe ich den gar nicht gesehen, auf einmal steht er in jeder Folge irgendwo rum. Oder das kommt vielleicht einfach, desto weiter man im Spiel ist, kann natürlich auch sein. Da hinten sehen wir schon ein bisschen Glibber. Voll im Nahkampf bekommen. Dich auch noch? Ah, geil, zwei Stück gleich. Auch selten, dass das passiert. Schlagwaffen 46. Es wird immer besser. Ja, naja, wir machen gleich Folgenschluss. Sobald wir zu Hause sind, dann wie gesagt nächste Folge Silber sammeln gehen. Dann gucken wir mal, dass wir den Torger Reißzahn herstellen können und uns auch gleich noch den... Das ist schon wieder Odin. Kriegt jetzt einen Pfeil an den Kopf. Passiert die nicht. Noch ein Pfeil. Wäre lustig gewesen, wenn er auf einmal austickt. Wir sterben. Odin, ach Menno. Ja, dann gucken wir, dass wir den Torger Reißzahn herstellen können. Dann gucken wir, dass wir vielleicht den Wolfsumhang herstellen können. Dann brauchen wir nicht die ganze Zeit mit den Mets rumlaufen. Und ja, dann, was liegt denn da alles rum? Ist das alles noch Honig? Eher aus wie Stein. Ist irgendwas kaputt gegangen an unserer Basis? Ja, trinken bestimmt gleich. Ach kommt, was ist denn hier los? Komm hier nicht mehr raus, wir haben verloren. Jetzt. Ah, wir brauchen unbedingt einen besseren Eingang, das nervt mich jetzt schon.
Magst du mal kurz schauen, was da liegt? Ob das Stein ist? Oder ob das noch Honig... Also eigentlich wäre Honig sinnvoll. Kriegen wir das von hier irgendwie mitgenommen? Stein. Das heißt ja, es müsste irgendwas kaputt sein an der Basis. Weiß nicht was. Komisch. Das alles lebt noch. Naja, wer weiß. Gut, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss. War eine geile Folge. Ich freue mich wirklich sehr, das Gebirge weiterhin zu erkunden. Wir haben eine ganze Menge Zeug gefunden. Werden wir dann Anfang nächste Folge erstmal ein bisschen sortieren und dann mal schauen, wie weit wir da kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen 19 Uhr. Macht's gut.